Ja, hallo zusammen YouTuber. Hier bin ich mal wieder. Diesmal komme ich wieder mal aus meinem eigenen Garten. Und zwar soll es heute um Vogelfütterung gehen. Ich habe gesehen, so vor ein paar Tagen sind schon wieder deutlich mehr Meisen an die Knödel gegangen, die ich schon so seit November ungefähr aufgehängt habe. Habe ich mir gedacht, na gut, jetzt könnte es mal wieder langsam losgehen. Jetzt könnte man wieder mal die Häuschen aufhängen. Ich habe so ungefähr, ja, seitdem ich mein Haus hier habe, Erfahrung mit, also 10 Jahre praktisch, Erfahrung mit Vogelfütterung. Und da wollte ich mir euch mal so zeigen, was ich mir da inzwischen mal alles zugelegt habe und von dem ich jetzt also der Ansicht bin, dass es eigentlich am besten funktioniert. Okay, dann zeige ich euch das also mal. Gut, da haben wir als erstes mal so ein Futterhäuschen hier. So, Flecki, du willst jetzt auch mitspielen. Oh, jetzt gibt es aber nicht campen. Jetzt wird der Clip gedreht. Okay, also nicht ablenken lassen. Dieses Futterhäuschen hier, das Besondere daran ist, dass man hier den Deckel öffnen kann. Das ist dann ganz geschickt, wenn das schon im Baum hängt, beziehungsweise im Strauch. Und da kann man dann also gut hier die Sonnenblumenkerne einfüllen. Also, wie gesagt, man nimmt am besten so einen Messbecher und schauen wir mal, ja, funktioniert gut. Okay. So, ich mache da dran übrigens immer so Bastschnüre, gibt es im Gartenbedarf. Damit kann man es meines Erachtens am besten am Baum befestigen. Okay, das zweite Teil, was ich auch immer ganz nützlich finde, ist das hier. Da kann man sehr gut Erdnüsse einfüllen. Das ist auch übrigens wirklich alles, was man da meines Erachtens einfüllen kann. Denn die Sonnenblumenkerne gehen nicht, die fallen dann also wieder raus. So, wenn das dann also hinterher am Baum hängt, dann kann man das auch hier oben so öffnen. Das geht auch ganz zügig. Weitere ganz gute Dinger, finde ich, sind diese hier. Da ist halt so ein Metallteil an der Seite und da kann man halt was einspannen. Hier in meinem Fall habe ich jetzt also Knödel genommen, Meisenknödel. Wenn der Winter fortgeschritten ist, mache ich da wahrscheinlich Äpfel rein. Kann man ganz gut machen, wenn man einen Haufen Äpfel kauft. Da gehen ja dann immer ein paar kaputt. Also werden sie nicht mehr ganz so schön, dann kann man die da gut reinspannen. So, genau, jetzt kommen wir mal zum Streufutter. Ach nee, hier, das Teil, das habe ich noch vergessen. Das ist auch noch so ein Tool. Das sieht jetzt erstmal etwas merkwürdig aus, ist aber wirklich ganz sinnvoll, denn da kann man sehr gut diese Meisenknödel hier ranhängen. Also mit einer Hand ist das jetzt ein bisschen schwierig, aber gut, das funktioniert also wirklich deutlich besser, als wenn man die einfach nur im Baum oder Strauch aufhängen hängt. Das ist dann immer eine Mordsfummelei, während hier kann man die also an diesen Noppendinger ganz gut rankriegen. So, jetzt kommen wir mal zum Streufutter. Hier, übrigens, die beste Zugsquelle meines Erachtens für diese ganzen Futtergeschichten sind die Drogeriemärkte. Man glaubt es fast gar nicht, aber die haben da immer wirklich billige Angebote, während die Baumärkte sind in dem Zusammenhang eher zu teuer. So Lidl, Aldi und Konsorten übrigens auch. Also ich kaufe es vorwiegend beim DM und beim Rossmann. Ja, wie man hier auch leicht sieht, ne? Ja, dein Bestes ist ja DM. Beim Kaufland gibt es momentan auch relativ preiswertes Futter. Also man muss so gucken, dass ein Kilo so im Bereich von 80 Cent liegt. Dann ist es einigermaßen billig. Also praktisch bei allen Sachen, also beim Streufutter, beim Fettfutter und bei den Sonnenblumenkernen, also 80 Cent.
die Erdnüsse hier. Die kriege ich übrigens, glaube ich, ja, die habe ich vom Rewe. Es ist überhaupt schwierig, die überhaupt irgendwo zu kriegen. Die sind natürlich deutlich teuer. Da kostet so ein Kilo, so, ich glaube, so 2,50. Die halten aber auch relativ lange. So, dann habe ich mir noch diese gehackten Erdnüsse hier genommen. Die kann man jetzt in das Ding hier nicht einfüllen, aber die mische ich zusammen mit dem Streufutter und dem Fettfutter. Das mache ich jetzt nicht in irgendein Häuschen oder sowas, weil ich mal finde, dass die relativ schnell verdrecken. Also wenn man da so ein normales Futterhäuschen hat, wo man einfach nur so einfüllt, ohne also jetzt diese Geschichte hier, wo das ja doch relativ geschützt ist, das Futter, und die Vögel es halt dann eben nur hier unten rauspicken. Jo, dieses Streufutter bzw. gemischte hier mit dem Fettfutter und den Erdnusskernen zusammen streue ich dann großflächig aus. Also ich zeige euch das mal hier so auf so eine, also auf den in den Strauch will ich die Häuschen reinhängen, und hier unten, da mache ich dann so auf eine Fläche von 2-3 Quadratmetern streue ich das dann großflächig aus. Das muss man dann, also nicht so viel, so 4-5 Handvoll. Das muss man dann halt jeden Morgen machen. Natürlich auch zwischendurch mal wieder fegen und so weiter. Aber man sieht, dass die Vögel nehmen das deutlich besser an. Da kommen auch viel mehr Arten. Denn wenn die Vögel da sozusagen an so einem kleinen Häuschen zusammengeballt sind, dann werden die kleineren Arten oder auch die schwächeren Vögel eher mal weggehackt. Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt hänge ich das ganze Zeugs hier erstmal auf. Oh, und dann zeige ich euch da noch sozusagen das fertige Ergebnis. So, jetzt habe ich hier also den ganzen Spaß mal aufgehängt. Jetzt streue ich erstmal noch ein bisschen Streufutter aus. Okay, haben wir also unser Teil mit den Sonnenblumenkernen. Hier die verschiedenen Knödel. Ja, übrigens könnt ihr dann mal sehen, wie das aussieht, wenn die ganzen Sachen eben nicht frisch aus dem Laden kommen. Die haben jetzt schon so 2-3 Jahre auf dem Puckel. Die sind dann also nicht mehr so wunderschön. Aber ich meine, den Vögeln ist das egal. In der Hinsicht besser sind natürlich diese Teile aus Metall. Also dieses Erdnussding hier. Denn das habe ich jetzt schon mehrere Jahre und das sieht natürlich immer noch aus wie neu. So, ich habe auch noch so einzelne Knödel drin hängen. Also die hingen sozusagen schon. Da habe ich halt geguckt, inwieweit die Vögel schon rangehen. Und wie gesagt, da es jetzt schon langsam mal so weit ist, das ist jetzt mal ganz sinnvoll, dieses Zeug aufzuhängen. So, würde ich sagen, dann können sie kommen. Ich habe gedacht, wenn ich hier schon draußen mit der Kamera bin, gehe ich auch noch mal kurz in den Garten rein. Da könnt ihr mal den Unterschied sehen zu meinem Clip aus dem Frühling. Und zwar, so sieht jetzt also momentan das Staudenbeet aus. Die meisten Stauden habe ich hier schon abgeschnitten. Ich finde das nämlich nicht so schön, wenn man das über Winter stehen lässt. Hier ist mein Pflaumenbaum. Der hat auch gut getragen. So. Können wir mal rübergehen. Genau, an den Mirabelle. Die hatte übrigens 23 Kilo in Summe getragen. Jetzt auch noch ein paar Knödel aufgehängt. Also es ist immer nicht schlecht, das Ganze relativ großzügig zu verteilen, wenn man genügend Platz hat, weil dann die Vögel einfach eher kommen, als wenn das alles so geballt auf einer Stelle sich befindet. Achso, hier könnt ihr mal sehen, hier der hing schon ein bisschen länger. Der ist jetzt also schon gut angeknabbert von den Vögeln. Gut, gehen wir mal zum Teich rüber.
Hier seht ihr also mein Wahnsinnskonstrukt mit dem Netz. Die ganzen Blätter würden natürlich sonst alle im Teich fallen. Und dann hätte ich dann im Frühling noch deutlich mehr zu entschlammen, als ich jetzt sowieso schon habe. Also das lohnt sich schon, mit diesem im Herbst dann Netz drüber zu spannen. Okay, gehen wir noch eben runter. Ja, das ist also der Gemüsegarten. Wie ihr seht, habe ich das jetzt schon geschafft mit der Umgraberei. Ist auch der Kompost hinten aus dem Komposthaufen drauf. Habe ich vorher drauf gemacht und dann umgegraben. Oh, da komme ich einer besuchen. Na, Fleckelein, was machst du denn? Ah, Fleckelein hat hier einen schönen Abenteuerspielplatz. Die Brombeeren, die sehen auch schon ganz gut aus. Ja, das war klar. Da war natürlich zwischendurch mal wieder der Akku alle. Aber okay, wir waren mal in Brombeeren. Da habe ich schon die alten Triebe abgeschnitten. Die tragen ja immer nur an den Zweijährigen. Das heißt, die abgetragenen muss man jeweils abschneiden. Hat auch gut geklappt. Die haben so was, 9 Kilo haben die insgesamt getragen. Mal die Erdbeeren sind teilweise auch neu angelegt. Vorwiegend Sorte Polka. Ich hoffe, dass der Winter nicht so streng wird und dass das dann mal wieder eine gute Ernte gibt. Ach. Mal gucken, ob das Fleckelein. Das mag das nicht so gerne. Jo, wenn das umgegraben ist. Glücklicherweise endlich mal seinen Eulenbaum da umgesägt, neben dem Apfelbaum. Da kriege ich jetzt mal deutlich mehr Licht, was meinem Apfelbaum ja sicherlich zugute kommt, beziehungsweise der Ernte hinterher. Ja. Komposthaufen ist schon wieder aufgefüllt. Mit Blättern und Gehäckseltem. Ja, das Fleckchen folgt mir. Gucken, ob es gleich wieder mit reingeht. Ja, dann würde ich sagen, das war mal mein kleiner Gartenrundgang für heute. Und konntet ihr mal sehen, wie das Ganze hier im Herbst aussieht. Ja, da würde ich sagen, das war's für diesmal. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.